Es gibt drei verschiedene Arten, sein Display am Handy vor Kratzern zu schützen. Die erste ist die Schutzfolie, die zweite ist Panzerglas und die dritte ist Flüssigglas. Flüssigglas ist noch relativ neu, habe ich jetzt auch gehört, dass das wohl bei der Höhle der Löwen mal zum Thema gemacht wurde, habe ich leider nicht gesehen. Ich habe vom Hersteller Quarzil zum Testen einmal so eine Packung bekommen. Als erstes sollten wir uns ansehen, was versprechen die überhaupt. Auf der Packung selber steht drauf, es ist ein Kratzschutz. Also es ist kein Schutz, dass ich da jetzt mit dem Hammer draufschlagen kann. Und es wird damit geworben, dass die Schutzschicht dann 9 Grad deutscher Härte hat. Das ist sehr viel, denn 10 ist schon die höchste Stufe. Jetzt habe ich das einige Wochen testen können. Ich bin da ein bisschen nachlässig mit meinem Handy. Ich habe das immer mit meinem Schlüssel in der Tasche und von daher brauche ich da auch einen zuverlässigen Kratzschutz. Um jetzt zu beurteilen, ob sich diese Liquid Glass Versiegelung lohnt, müssen wir uns mal die anderen drei Möglichkeiten anschauen. Ich habe jetzt mal so ein paar Kategorien gemacht: Installation, Kratzresistenz, Bruchresistenz, Reinigung und Passform. Naja, fangen wir mal mit der Schutzfolie an. Ich habe nämlich ganz gut den Vergleich jetzt gehabt. Ich hatte vorher tatsächlich eine ganz normale Plastikschutzfolie drauf. Später kamen dann ja Panzerglasfolien, die noch besser sein sollten, hatte ich auch eine drauf. Und am Ende habe ich jetzt Quarzsil drauf. Also ich habe tatsächlich alle drei Sachen durchgemacht. Ja, bei der Installation ist die Schutzfolie super einfach. Das ist auch zu früher deutlich besser geworden. Ja, man muss einfach nur das Display sauber machen und dann kommt die Folie da drauf. Da kann man wenig falsch machen. Ich bin selbst ein Grobmotoriker und habe das hinbekommen. Ja, kommen wir zur Kratzresistenz. Also die Schutzfolie schützt zwar schon das Handy tatsächlich vor so einfachen Kratzern wie ein Schlüssel in der Hosentasche. Problem ist aber, die Folie selbst zerkratzt dann, weil das einfach nur ganz feines Plastik ist und das ist nicht besonders hart. Das heißt, man zieht dann wieder Kratzer drauf. Das ist nicht so schlimm, als wenn das Handy kaputt geht, aber es ist ja trotzdem ärgerlich. Man will ja die Kratzer nicht sehen. Kommen wir zur Bruchresistenz. Na, da gibt es eigentlich im Grunde keine. Da habe ich jetzt schwach hingeschrieben. Das Handy wird wahrscheinlich genauso leicht wie vorher brechen. Ein bisschen Schutz wird es wahrscheinlich haben, weil die Folie selber kann ja ein bisschen den Druck verteilen beim Aufprall. Aber nicht großartig, vermute ich mal. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich jetzt mein Handy nicht durch die Gegend geschmissen habe, um das zu testen. Ich habe da kein großes Vertrauen in die Schutzfolie, dass sie da was abhält. Kommen wir zur Reinigung. Ja, die ist so mittelmäßig. Die ist schlechter als das Originaldisplay. Vor allem, wenn dann die ganzen Kratzer drin sind, ist sie nicht mehr so einfach zu reinigen. Also die Schmieren sind halt eben deutlich zu erkennen, wenn man da mit den Fettfingern drauf rumdrückt und die sind auch nicht so einfach wieder runterzukriegen. Und auch bei der Passform habe ich mal Mittel geschrieben. Das kommt natürlich drauf an, was man für eine Schutzfolie hat und wie gut die passt. Was zum Beispiel nervig war bei meiner Schutzfolie, war, wenn es sich erhitzt hat. Also wenn ich das zum Beispiel als Navi im Sommer in der Windschutzscheibe hängen hatte, haben sich Blasen gebildet und die hat sich leicht abgelöst. Wenn es dann wieder ausgekühlt ist, war wieder alles wie vorher. Man hat natürlich auch immer diese obligatorischen Ränder an den Aussparungen. Das ist auch ein bisschen ärgerlich, das sammelt sich nämlich Staub an. Kommen wir also zum Panzerglas. Da ist die Installation ähnlich einfach wie bei der Schutzfolie. Die Kratzresistenz ist natürlich deutlich härter, weil die ähnlich wie jetzt dieses Liquid Glass auch eine hohe Härte haben. Und da sieht man also definitiv erstmal keine Kratzer drauf. Kommen wir aber zur Bruchresistenz. Und damit wird ja immer geworben, dass dieses Panzerglas auch einiges aushält. Das glaube ich sogar, dass es einiges aushält, nämlich dann, wenn man es direkt angebracht hat. Was ist mir denn damit passiert? Mir ist das nie runtergefallen oder ich habe es nie irgendwo in die Ecke geschmissen. Ich habe das wirklich immer nur ganz normal benutzt und das Glas ist einfach gebrochen. Also nicht das Glas vom Handy, sondern das Panzerglas. Kann jeder selbst beurteilen, was er davon hält, aber die sind so starr, diese Gläser, dass da bei der leichtesten Druck, der da drauf kommt, dass da schon Risse entstehen. Und die Risse fangen klein an und ziehen sich dann irgendwann quer übers Display. Das ist super ärgerlich und für mich im Grunde nicht zu gebrauchen. Vielleicht habe ich auch einfach ein schlechtes erwischt, das weiß ich nicht, aber jedenfalls ist es mir passiert. Ja, die Reinigung ist auch so mittelmäßig, war bei mir auch nicht besonders toll, war ähnlich wie bei der Schutzfolie. Passform hat man natürlich die gleichen Probleme und ich habe natürlich auch noch ein schlechtes Exemplar erwischt, was auf mein Handy gar nicht so toll draufgepasst hat und ich hatte an der Seite Ränder. Ja, kommen wir jetzt zum Quarzsil. Die Installation, naja, ich würde sagen, die ist kompliziert. Hier auf der Packung, die ich vor mir habe, steht super leicht aufzubauen. Bringen, ist aber natürlich ein Tacken schwerer als die Schutzfolien, aber es ist auf jeden Fall machbar. Also es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwelche Künste beherrschen müsste. Man muss halt einfach nach der Anleitung vorgehen. Ich lese euch die mal vor, weil das ist das, wo wahrscheinlich viele von euch auch interessiert. Wen es nicht interessiert, bitte einfach weiterspringen im Video. Also ich lese mal vor, was hier steht. Beiliegendes Mikrofasertuch aus der Packung entnehmen und mit einer Seite das Handy säubern. Die andere Seite nicht benutzen. Jetzt den beiliegenden Schutzhandschuh anziehen zum Schutz der Oberfläche, weil ein Fingerabdruck bis zu 100 mal dicker sein kann als die Schicht, die aufgebracht wird. So, dann zweiter Schritt. Alkoholvorreinigungstuch entnehmen und auseinanderfalten. Die Oberfläche damit nochmals gründlich reinigen, entfetten ca. 30 Sekunden.
Danach mit unbenutzten und sauberer Seide das Mikrofasertuch nachpolieren und alle Schlieren entfernen. Dritter Schritt: Liquid Glass Versiegelungstuch entnehmen und auseinanderfalten. Handy-Display-Seiten und Rückseite einreiben, bis das Tuch trocken ist, ca. 90 Sekunden. Vierter Schritt: Handy 30 Minuten lang liegen lassen und nicht benutzen. Danach die entstandenen Schlieren mit der sauberen Seite des Mikrofasertuchs wie bei zweitens vorsichtig und ohne Druck polieren. Die optimale Aushaltezeit beträgt 10 Stunden. Wir empfehlen daher, die Versiegelung abends aufzutragen. In jedem Fall darf das Handy mindestens eine Stunde lang nicht benutzt werden, damit die Entstehung der Glasschicht durch Fingerabdrücke nicht behindert oder beschädigt wird. Hört sich kompliziert an, ist aber auf jeden Fall machbar. Also da kann ich euch gleich mal die Angst nehmen. Das kann man machen. Mit dem Tipp, abends das zu machen, ist natürlich ganz gut. Dann hat es die ganze Nacht Zeit auszuhärten. Man muss es halt reinigen, man muss diese Schicht auftragen, dann warten, nachpolieren und so weiter, weil ich es gerade vorgelesen habe. Ist kompliziert, aber machbar. Also wenn das was für euch ist, würde ich mich davon nicht abschrecken lassen. Wie gesagt, ich bin Grobmotoriker, habe es auch hinbekommen. Ja, kommen wir zur Kratzresistenz. Ähnlich wie beim Panzerglas ist die sehr hoch. Also das mit den 9 Grad Härte kann ich natürlich nicht überprüfen. Ich bin jetzt auch nicht wie ein Wilder, wie bei manchen YouTube-Videos zu sehen, mit einem Skalpell über das Handy-Display gegangen. Aber ich habe es ja die ganze Zeit in der Tasche gehabt, mit Schlüssel und allem Zeug, was man halt in der Tasche hat. Und ich habe noch keinen einzigen Kratzer drauf. Was man halt auch nicht vergessen darf, ist, die Eigenschaften des Displays, zumindest habe ich so das Gefühl, ändern sich nicht so sehr wie bei den anderen Varianten. Erstens mal hat ein sehr angenehmes Gefühl. Es ist sehr glatt, die Oberfläche. Es ist deutlich glatter als mit dem Originaldisplay. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber es gefällt mir eigentlich soweit sehr gut. Ja, und bei der Bruchresistenz gibt es halt keine Angabe vom Hersteller. Finde ich auch nur fair, denn solche Versprechungen, die halten ja meistens dann doch nicht, was sie sollen. Aber da kann ich halt nur einen roten Punkt geben. Ja, Bruchresistenz, ich denke mal, da wird es nicht viel helfen. Angeblich soll es ja ein bisschen was helfen. Habe es zumindest ein paar YouTube-Videos gesehen. Wie gesagt, ihr verzeiht mir hoffentlich, dass ich das nicht ausprobiert habe. Mein Handy ist mir doch ein bisschen was wert. Ja, kommen wir zur Reinigung. Da hat es mich wirklich positiv überrascht. Man hat natürlich in der Benutzung diese ganzen Schlieren drauf. Man kann aber dann einfach mal mit dem Ärmel kurz drüber fahren und dann sind die weg. Also das ist wirklich super leicht zu reinigen. Ich vermute, das hat mit der glatten Oberfläche zu tun. Da haftet halt nichts an dran. Ja, und die Passform ist natürlich perfekt. Und gerade für diejenigen, die Handys haben mit abgerundeten Ecken, wo irgendwie den Folien schwierig ist, für die sollte das natürlich auch eine Überlegung sein, das zu verwenden. Der Vorteil ist einfach, man hat sein Handy so, wie man es gekauft hat im Grunde. Man sieht nicht, dass da noch eine Schicht drauf ist. Was ich mir gewünscht hätte, aber gut, das geht leider nicht. Ich habe einen Kratzer schon vorher drin gehabt und zwar am unteren Teil, seht ihr jetzt hier auf den Bildern, außerhalb des Displays glücklicherweise. Habe gehofft, wenn ich da drüber gehe mit dem Glas, dann wird der ausgefüllt, aber dem ist nicht so. Also wenn ich da zum Fingernagel drüber gehe, dann spüre ich diesen Kratzer noch genau wie vorher. Aber neue kommen halt keine rein. Eine Kleinigkeit muss man natürlich noch dazu sagen, deshalb habe ich auch bei der Installation mich für kompliziert entschieden. Das muss alle Jahre erneuert werden. Also diese Prozedur muss man alle Jahre neu machen und man muss das auch neu kaufen. Die Packung, die ich jetzt hier habe, die hält für 2 Handys. Das heißt, man zahlt pro Handy 10 Euro. Es ist etwas teurer damit als so eine Schutzfolie, aber ich finde, der Preis ist gerechtfertigt und ja, die Arbeit muss man sich halt machen. Ich werde das auch weiterhin so benutzen und werde auch in einem Jahr das dann erneuern. Ich habe mir auch einen Termin in den Kalender gesetzt, damit ich das nicht vergesse, weil sonst hat man die Kratzer ja dann drin, wenn man nicht drauf achtet.